Jo, was geht ab, Leute? Hier ist der David und ja, heute mal den Top 5 COD-Clips. Und ja, was ihr im Hintergrund seht, das ist momentan der Top 3-Counter, falls ich nicht so viele Clips bekomme. Aber ihr könnt mir gerne welche zur Verfügung stellen. Ich werde ihr dann abfilmen, beziehungsweise wenn ihr mich noch nicht in der FL habt, dann müsst ihr unten euren Namen schreiben. Dann werde ich euch dann mit meinem zweiten Account adden und die dann abfilmen. Aber es sind heute noch Clips von mir dabei, also bitte wundert euch nicht. Und ja, auf Platz Nummer 5, da haben wir direkt einen Clip von mir, und zwar auf Nuketown mit der PDW. Und Alter, was war das denn? Okay, das gucken wir uns jetzt einfach nochmal an, weil das war jetzt mal krass. Einfach mal ein Schuss durch diese Papp-Dinger und einfach mal ein Headshot? Wow. Okay, aber naja, der Platz 4, der toppt das Ganze nochmal. Und zwar mal ein Trickshot. Ja, ich nehme auch Trickshots. Und zwar ist der von Prit Gamer. Ich habe den jetzt mal genommen, weil der echt was drauf hat. Und gebt euch das mal. Der sah jetzt vielleicht im ersten Moment nicht so geil aus, aber gebt euch jetzt nochmal in der Wiederholung. Auf so einer kleinen Distanz, ohne flinke Hände, das ist Respekt wert, also das kriege ich persönlich nicht hin. Er knifet, holt die Schockladung und jetzt, pass auf, er holt nochmal die Schockladung raus, also sprich Doppelschockladung, Doppelfähigie und dann noch der Treffer. Und ja, hier ist nochmal der Beweis, dass das Ganze auch legit ist, sage ich mal. Der Typ hat versucht, ihn noch zu töten, aber hat nicht geschafft und deswegen schöner Trickshot für den Platz 4. Auf Platz 3, da haben wir heute einen sehr, sehr guten Clip von Frankfurt 1954 und zwar von der AN mit Schalldämpfer, und er holt einfach mal 4 Leute mit nur 16 Kugeln. Alter, wie krass. Also das ist schon recht respektwert, in SNZ so ein Quad zu erreichen, aber noch nicht mit 16, beziehungsweise ich weiß nicht ganz, ob es 18 waren, Kugeln. Das ist schon ganz schön krass, also nochmal Respekt an diesen Clip. Und ja, jetzt kommen wir zum Platz Nummer 2. Das ist für alle die sagen, ich kann nicht trickshotten. Natürlich hat das Ganze auch immer was mit Glück zu tun, aber bitte guckt es euch mal an. Ich bin hier mit der DSR auf Nuketown unterwegs, dachte mir so in SNZ, ja gut, komm, spring mal vom Geländer, mach mal so einen Starter und siehe da. Also ziemlich geil, wie ich finde. Macht man auch nicht alle Tage, und hier sieht man nochmal die Sicht des Spielers, den ich getötet habe. Also der muss sich auch total verarscht vorgekommen fühlen. Naja, und jetzt haben wir den Platz Nummer 1, und zwar vom S04 Dennis. Denn der ist hier auf Village unterwegs und wirft einfach mal die Vorräte rüber. Und, also das ist natürlich SNZ. Und ja, der Typ scheint sich zu bemerken, deswegen auch dieses Idiot über dem. Und ja, er steht genau jetzt auf und das Care Package kommt runter und er schlägt ihn. Oh mein Gott, also sowas habe ich echt noch nie gesehen. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch bitte eine Bewertung und einen Kommentar da. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! I just wanna show you that I'm here.